Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute habe ich diese wundervolle Box hier für euch. Es ist die My Little Box für den Monat Dezember und damit wünsche ich euch schon ganz viel Spaß bei diesem Video. Die My Little Box ist eine Beauty Box, die monatlich zu euch nach Hause kommt. Sie hat ihren Ursprung in Frankreich und in ihr enthalten sind immer 3 Beauty Produkte sowie 2 Accessoires. Ihr bezahlt dafür 16,25 Euro bis 17,90 Euro, je nachdem welche Aboform ihr wählt. Und ich habe einen Rabattcode für euch, Castle, ich blende ihn euch hier ein, mit dem spart ihr 5 Euro auf eure erste Box. Ich bekomme tatsächlich jeden Monat 2 Stück nach Hause. Einmal die hier, die habe ich jetzt noch eingepackt gelassen. Das ist die, die ich ganz regulär im Abo habe. Und dann habe ich hier noch eine zweite und das ist die, die ich in Kooperation zugeschickt bekomme. Herzlichen Dank, liebes My Little Box Team. So kann ich eine an euch verlosen. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag My Little Box. Damit weiß ich, dass ihr teilnehmen möchtet und ihr landet im Lostopf und ich wünsche euch ganz viel Glück. Das Boxendesign der My Little Box ist jeden Monat ein anderes. Manchmal haben wir sogar eine Tasche. In diesem Monat ist es eine ganz besondere Form, denn wir haben eine Schubladenbox und ich finde sie auch optisch richtig schön. So ein bisschen erinnert mich das an die Barockzeit, an Schlösser und ja, da passt natürlich dann auch das Wort Castle als Rabattcode richtig gut. Wir haben hier so Ornamente mit Blumen drauf. Sie ist hier grün von der Grundfarbe. Ich weiß, dass in diesem Monat 2 verschiedene Farbvarianten verschickt wurden. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, weil ich hier den Karton noch zu habe, welche Farbe dann die Box haben wird, die einer von euch gewinnen kann. Ich finde es in jedem Fall total toll. Grün ist meine Lieblingsfarbe und ja, jetzt machen wir sie auch einmal direkt auf. Ich ziehe hier den Schuber mal raus. Da lacht uns schon mal ein rosanes Schleifenbändchen an. Die Box werde ich auch in jedem Fall aufheben und irgendwas drin aufbewahren. Ich finde so Schubladenboxen generell total toll. Würde mir sogar fast wünschen, dass die in Zukunft immer so in Schubladenform daherkommen. Wer weiß, vielleicht überlegen sie sich das ja. Ich mache jetzt hier das Schleifenbändchen mal auf. Und dann haben wir hier erstmal eine Karte, die nehme ich beiseite und dann kann ich euch einmal den ersten Blick in die Box zeigen. So eine Karte haben wir auch fast immer bei der My Little Box mit dabei und das sind Zeichnungen, die auch immer so ein bisschen vielleicht auch schon etwas verraten, was in der Box sein könnte. Jetzt hier in diesem Monat, muss ich gestehen, sehe ich nicht wirklich etwas, was ich auf den Inhalt der Box schließen lasse. Wir haben hier einen Schlossgarten, hier im Hintergrund ist das Schloss zu sehen. Es sieht aus wie so ein typisches Schloss in Frankreich, so ein schönes, großes, ja. Mit Kutschen sehe ich hier auch noch und Damen so in barocken Kleidern und so. Also ich finde die sehr schön. Die sind auf der Rückseite immer blank. Das heißt, man könnte da ein paar Grußzeilen draufschreiben und so diese Karten als Grußkarte verwenden. Man könnte sich das Ganze aber auch einrahmen und irgendwo aufhängen. Und ich nehme jetzt hier die erste Schachtel mal heraus. Die sehen auch so hübsch aus, dass man darin theoretisch auch Weihnachtsgeschenke verpacken könnte. Nun, hier steht etwas auf Französisch drauf. Hier ist auch noch ein bisschen mehr Text. Wahrscheinlich auf irgendwo auf Deutsch. Wir haben das meistens immer eben auf 2 Sprachen so auf den Schachteln stehen, wo so ein bisschen gespoilert wird, was in den einzelnen Boxen und Schachteln immer so drin ist. Und hier haben wir ein Accessoire für fürs Make-up. Wir haben hier einen Puder- und Rougepinsel für einen perfekten Ton drin. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat den schönsten Ton im ganzen Land? Die Antwort des Spiegels, am stilvollsten und schönsten sind diejenigen, die das farbige Pulver der Alchemisten benutzen und über perfektes Werkzeug verfügen. Das ist das, was ich auch so meine, wenn ich sage, die My Little Box ist sehr detailverliebt. Das sieht man hier an den einzelnen Verpackungen, an dem, was sie so an Texten sich einfallen lassen, den Zeichnungen, diesen vielen kleinen Details. Und das ist es, was für mich diese Box ausmacht. Sehr wahrscheinlich wird jetzt hier dieser Pinsel ein Produkt sein, was die My Little Box selbst in Auftrag gegeben hat. Das heißt, dazu wird man jetzt keinen Wert finden. Darum ist es immer sehr schwer, generell einen Gesamtwert für diese Box auszumachen. Aber der Pinsel sieht total schön aus. Der ist richtig schön. Der hat hier so eine Einfärbung an der Spitze, so ein ja, braun, rot-braun Ton ist das. Ansonsten ist er so leicht rosé.
Peachfarben gehalten. Der sieht sehr schön aus, hat hier dann noch dieses goldene Akzent. Also der wirkt richtig gut. Er ist auch richtig schön weich. Das gefällt mir. Er verliert jetzt hier auch scheinbar keine Haare. Hier stehen auch keine Haare irgendwie heraus. Also der macht einen sehr guten Eindruck. Und von der Größe her wäre das für mich ein Pinsel, den ich mir super für Bronzer vorstellen kann, aber auch natürlich für normales loses Puder oder festes, kompaktes Puder zum Zetten des Gesichtes. Das ist ein tolles Produkt. Und ja, wir schauen mal, wie das jetzt hier so weitergeht. Als nächstes haben wir jetzt einmal diese Schachtel hier und die ist auch von der Form alleine schon etwas Besonderes. Hier steht was mit Bracelet und ich meine, das heißt Armband oder sowas oder Schmuckarmband auf Französisch. Wir schauen darum da mal den deutschen Text nach. Goldarmbänder, um in der Gesellschaft zu glänzen. Okay, also das klingt auch schon mal gut. Coco Chanel pflegte zu sagen, bevor du ausgehst, leg mindestens ein Accessoire ab. Aber die Rokoko-Philosophie, mehr ist mehr, sagt uns, wir sollten lieber ein Accessoire hinzufügen. Diese Armbänder sind jedenfalls perfekt geeignet, um deine gesellschaftlichen Verpflichtungen zu begleiten. Ui, die sehen aber hübsch aus. Also wir haben da ein sehr verspieltes und ein eher ja, zurückhaltendes. Die sehen sehr schick aus. Ich bin nur gespannt, ob ich sie gleich um meine großen Handgelenke rum bekomme. Ich zeige euch erstmal das sehr filigrane. Wir haben hier so ein offenes, das heißt, wir können das in der Größe verstellen. Das ist sehr glatt und spiegelnd. Hier sind jetzt keine besonderen Elemente dran, außer wie diese Kugeln an den Öffnungen. Und jetzt schaue ich mal. Na doch. Ich kriege es um. Das kann man natürlich auf verschiedene Arten tragen. Also entweder so, dass man hier diese Kugeln sieht. Man kann sich das Ganze aber auch umdrehen, dass man dann eben nur den Reif an sich sieht, ganz wie man mag. Und das Zweite, das sieht toll aus. Das ist ja wie zwei Kordeln, die ineinander gekordelt sind. Also ineinander gedreht und diese einzelnen Elemente eben auch ineinander gedreht. Auch hier haben wir diese zwei Kugeln als Verschluss und das gefällt mir so gut. Also das sieht echt toll aus. Das Gedrehte ist tatsächlich ein wenig kleiner als wie das andere. Darum würde ich es jetzt so rumtragen. Man kann es natürlich so ein bisschen aufbiegen und noch anpassen, aber so rutscht es dann auch nicht so doll hin und her. Und gerade wenn man jetzt so zwei trägt, finde ich das gar nicht schlecht, wenn das einen oder wenn die beide dann auch relativ eng anliegen. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus und mittlerweile trage ich hier auch sehr gerne Goldschmuck. Ich wurde da überzeugt von der Farbe und trage mittlerweile fast alle oder alle Farben, die Schmuck betreffen. Es ist natürlich immer schade, weil bei der My Little Box grundsätzlich immer goldfarbener Schmuck drin ist. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal eine andere Farbe drin hatten, aber das passt jetzt natürlich auch sehr gut zu Weihnachten, Gold und so weiter. Das waren schon mal zwei sehr, sehr schöne Accessoires und jetzt folgt noch dieses seidige Säckchen hier, das fühlt sich total schön und glatt an und hat eben auch dieses tolle Motiv drauf. Also das gefällt mir auch gut und ich überlege gerade schon insgeheim, was ich da in Zukunft reinmachen werde. Und jetzt zeige ich euch hier mal einen ersten Blick. So viel kann man da jetzt noch nicht erkennen. Aber das erste Produkt, was ich jetzt herausnehme, ist ein Produkt von der My Little Box selbst. Die haben nämlich eine eigene Beauty-Linie und die nennt sich My Little Beauty. Und da haben wir jetzt eine Lotion Tonique, also einen Toner, perfektionierender Toner steht auch mit drauf, mit 99,5% natürlichen Inhaltsstoffen, sehr, sehr gut. Und ich liebe Toner. Ich verwende sie immer bei meiner Hautpflegeroutine, sowohl morgens als auch abends nach der Reinigung und vor der Pflege. Man gleicht damit den pH-Wert der Haut aus. Man sagt der Haut quasi, hey, Reinigung ist abgeschlossen, stell dich jetzt ein, dass die Pflege folgen wird. Also die Haut wird einfach perfekt für die Pflege vorbereitet. Hier sind 100 Milliliter drin. Hier steht ja jetzt drauf, perfektionierender Ton. Es könnte sein, dass der vielleicht so ein bisschen Rötungen ausgleicht, könnte ich mir vorstellen. Ich will mal gerade schauen, was Sie hier dazu schreiben. Der ist in jedem Fall mit Reiswasser, Hyaluronsäure und Strohblume. Hyaluronsäure
Hyaluronsäure ist ja dafür bekannt, Feuchtigkeit zu spenden, kleine Fältchen zu minimieren. Reiswasser könnte beruhigend sein, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und was die Strohblume kann, weiß ich auch nicht. Darum lesen wir jetzt hier auch nochmal weiter. Dieser Toner kümmert sich liebevoll um die Verfeinerung deines Hautbilds. Nach dem Abschminken einfach einige Tropfen auf ein Wattepad geben und auf die saubere, ungeschminkte Haut tupfen, bis die Lotion eingezogen ist. Aber was passiert unter dem Wattepad? Letzte Unreinheiten werden entfernt und der Ton wird verfeinert. Hyaluronsäure und Reiswasser spenden Feuchtigkeit, während Strohblumenextrakte sanft deine Poren straffen, bei Kontakt mit den Augen aufspülen. Okay, jetzt haben wir auch die Erklärung, was die einzelnen Bestandteile so können sollen und das werde ich gerne ausprobieren. Und jetzt sehe ich hier noch zwei richtig tolle Marken in dem Säckchen. Das eine ist eine Full-Size Mascara von der Marke Tarte. Der Maneater ist das hier. Das ist eine schwarze Mascara, die meine ich habe ich auch noch da. Das heißt, da muss ich dann mal schauen in mein Backup. Wenn ja, wäre das ein Produkt, was ich in einer meiner zukünftigen Verlosungen mal weitergeben werde. Ich finde es aber schön, denn mit der Mascara können wir uns herausputzen für den Heiligabend und für die Silvesterfeier. Ich finde, das passt einfach sehr gut und Tarte ist auch eine tolle, beliebte Marke. Auch das letzte Produkt ist eine beliebte Marke, nämlich MAC. Und irgendwie in den letzten Jahren war es fast immer so, also ich glaube in den letzten 2 Jahren zumindest, dass die My Little Box im Dezember ein Produkt von MAC mit in die Box gepackt hat. Hier haben wir jetzt einen Mono-Lidschatten in einer recht hellen Farbe und das ist Naked Lunch Frost. Klingt nach einem schimmernden Ton. Wir holen das hier mal raus und schauen uns das mal aus der Nähe an. Es ist wirklich ein ganz helles Champagnertönchen, schimmernd. Ich werde den jetzt mal nicht swatchen, denn ich verwende relativ selten so Mono-Lidschatten. Darum wäre das vielleicht auch eher ein Produkt, was ich mal in eine Verlosung packen würde. Und ich finde die Farbe aber sehr schön, denn damit kann man einfach jeden Look so ein bisschen aufpimpen. Finde ich sehr gut gewählt, die Farbe. Jetzt habe ich hier noch zwei Sachen drin. Und zwar einmal diese Karte hier. Da steht auch MAC mit drauf. MAC x My Little Box, grandios. Der Dezember ist immer wie ein kleines Feuerwerk. Die Kirsche auf dem Kuchen, der Highlighter auf matten Make-up, kurz gesagt, die festlichste Zeit des Jahres. Wenn jemand weiß, wie man jeden Anlass einzigartig macht, dann ist es MAC Cosmetics. Lässig, metallisch, glitzernd, alles um jeden großen Moment in eine Gelegenheit zu verwandeln, deinen einzigartigen Stil auszudrücken. Deshalb haben wir einen schimmernden Lidschatten in deine Box gepackt, damit du das Jahr glänzend zum Abschluss bringst. Aber vorher solltest du mal auf die Rückseite schauen. Okay, und dann ist hier ein Geschenkgutschein im Wert von 15 Euro. Und hier auf der Rückseite steht, dass wir diesen 15-Euro-Gutschein ab einem Einkaufswert von 31 Euro bei MAC Cosmetics einlösen können. Okay, das ist jetzt natürlich mit einem Mindestbestellwert verbunden, wobei ich sagen muss, Mindestbestellwert 31 Euro, Gutschein 15 Euro. Im Prinzip haben wir hier einen 50% Rabattcode, wenn wir jetzt für genau 31 Euro was bestellen. Ich stelle mir jetzt vielleicht vor, dass ich mir vielleicht einen schönen Lippenstift oder so hole. Ich liebe die Lippenstifte. Vielleicht noch das MAC Fix Plus oder so in Mini und dann kommt man da gut auf die Summe. Muss ich mir überlegen. Ich finde es gut, dass wir das online einlösen können, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, auf maccosmetics.de. Also wir müssen dazu jetzt nicht in irgendeinen Store oder so. Also ich werde den Gutschein darum, denke ich, auch mit im Gesamtwert einrechnen, wenn ich die Beauty-Produkte zusammenrechne. Das sind ja jetzt dann nur Tarte und MAC, also viel mehr kann ich da nicht zusammenrechnen, aber das mache ich dann trotzdem gerne für euch. Und dann haben wir hier noch eine letzte zusätzliche Karte. Da sind so ein paar Rococo-Ladies auch mit abgebildet, mit den schönen Kleidern. Schönheitsroutine mit Glamour. Salut les filles, heute verwöhnen wir uns nach Strich und Faden. Bereit? Sollen wir ein festliches Unboxing wagen? Fluffy Ton ein Muss. Auf einer gut mit Feuchtigkeit versorgten Haut können wir guten Gewissens einen edlen Hauch Puder verteilen und allzu glänzende Partien vornehm mattieren. Besonders sinnvoll, wenn viel fotografiert wird. Nimm den puderweichen Pinsel aus deiner Box und genieße die Poudrage Deluxe. Sehr schön. Ich finde auch Puder passt sehr gut zu diesem ganzen Rokoko- und Schlossthema und so. Rosengarten, rosige Wangen. Gleicher Pinsel, mehr Farbe. Trage dein Rouge in einer
einer kreisenden Bewegung hoch auf dem Wangenknochen auf, fast am äußeren Augenwinkel. So lieben wir es, reich pigmentiert und bonbonrosa. Also sie schreiben hier quasi, dass man diesen tollen Pinsel eben nicht nur für Puder verwenden kann, sondern eben auch für Blush und so weiter. Dann steht hier noch etwas zum Thema Tarte, zu dem Produkt von Tarte. Darf es noch ein wenig Tarte sein? Wenn du Lust hast, deine glamouröse Routine zu erweitern, kannst du dir mit dem Code TarteXMyLittleBox satte 20% auf das gesamte Sortiment von Tarte bei Sephora sichern. Oh, das ist auch cool. Gültig bis 15. Januar 2022 online bei Sephora. Das finde ich auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch etwas. Augen, die den Hofstaat zittern lassen. Die Amerikanerinnen bewahren ihr Geheimnis akribisch, doch wir haben es geschafft, es uns zu holen. Bei Sephora. Die Man-Eater Mascara von Tarte verlängert die Wimpern ohne zu klumpen und bereitet sie aus wie einen Schwarm Schmetterlinge. Was? Ach, breitet sie aus wie einen Schwarm Schmetterlinge. Sehr süß. Bye-bye, falsche Wimpern, die überall kleben. Dein Bijou. Man muss es nicht übertreiben, um stilvoll zu sein. Zwei goldene Armbänder an den Handgelenken und bling bling, du bist bereit fürs Fest. Also sie haben sich hier wirklich viele Gedanken gemacht, wie wir uns aufhübschen können für die Festtage. Ich finde das insgesamt sehr, sehr stimmig, sehr stilvoll, sehr geschmackvoll gewählt. Mascara geht immer, das ist eine schöne Farbe, Toner finde ich klasse, also ich finde, es ist eine rundum gelungene Box und ihr dürft mir jetzt gerne mal in den Kommentaren schreiben, was euer Highlight-Produkt daraus ist, dann tauschen wir uns da gerne noch aus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vergesst die Verlosung nicht, ich schreibe euch dazu auch nochmal alles in die Infobox unten rein und dann sage ich Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.